Also meinem 14-jährigen Ich würde ich empfehlen, nicht so viel übers Arbeiten nachzudenken. Also mit 14 sollte man sehr viel Spaß haben, bescheuerte Sachen tun und ja, nicht so viel übers Arbeiten nachdenken, weil ich glaube, das ist eh viel zu früh, um sich zu entscheiden, was man eigentlich arbeiten möchte. Und dementsprechend würde ich auch eher so einem jüngeren Menschen empfehlen, auszuprobieren, was ihm Spaß macht. Also weil das, was einem Spaß macht, das kann man auch gut. Und viele 14-Jährige, glaube ich, die wissen noch gar nicht, was ihnen richtig Spaß macht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Deswegen viel ausprobieren und viel Spaß haben. Michaela Luise Lassen, Betriebsorganisation, Projektleitung in der Digitalisierung. An meinem Job als Projektleiter ist sicherlich das Beste, dass man jeden Tag oder fast jeden Tag neue Themen bekommt und immer wieder Herausforderungen hat, mit diesen Themen umzugehen. Es ist jeden Tag wie so ein kleines Rätsel oder Brain Gym. Und das finde ich sehr reizvoll. Man hat nie diesen Alltagsablauf, den man vielleicht in anderen Berufen hat. Und an dem Thema der Digitalisierung ist einfach sehr spannend, dass man viel aus dem Privaten einfach in den Job mit reinbringen kann. Also wenn man was Spannendes aus dem Bereich gelesen hat oder so, es lässt sich fast immer irgendwo in dem eigenen Job unterbringen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend dadurch. Auch da würde ich gerne wieder differenzieren zwischen der Aufgabe an sich als Projektleiter, wo man neben den Vorteilen, dass man mit vielen Leuten zu tun hat, natürlich auch sehr kompromissbereit und diplomatisch agieren muss. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Und dann in der Betriebsorganisation, so wie sie in der Allianz jetzt speziell fungiert, eben zwischen Anforderungsgeber und IT, ist man natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also der eine drängelt und der andere muss vielleicht ein bisschen getreten werden. Und da, ja, diese Position zwischen den Stühlen ist manchmal etwas anstrengend, aber auch herausfordernd. Ich arbeite bei der Allianz, das ist ein großer Versicherer, in der Betriebsorganisation. Das ist der Bereich zwischen den Anforderungsgebern und der IT. Ich bin dort Projektleiterin und im speziellen Bereich Digitalisierung, also sehr viele Themen, die im digitalen Bereich relevant sind, steuern wir dort vom Anforderungsgeber in die IT. Also ein Beispiel wäre, dass zum Beispiel ein Kooperationspartner der Allianz, wie eine Bank oder ein anderes Unternehmen, was auch Allianz-Produkte verkauft, die Idee hat, diese Produkte auf ihrer Internetseite zu bewerben. Und dann sind wir in der Betriebsorganisation dafür zuständig, dass das umgesetzt wird. Da gibt es natürlich viele, sagen wir mal, visuelle Aufgaben, also wie muss das am Ende aussehen, aber auch technische Aufgaben, also wie bekommen wir die nötigen Daten an den Ort, wo sie hinwollen. Und solche Projekte leiten wir in der BO. Also mein Tag beginnt eigentlich damit, dass ich ins Büro komme und auch wenn man es nicht tun sollte, wahrscheinlich lese ich erstmal meine E-Mails und gucke, was für Themen irgendwie reingekommen sind, was ich noch für Aufgaben zu tun habe, strukturiere meinen Tag dann und überlege mir, welche Themen ich unbedingt in meinem Projekt an dem Tag umsetzen muss oder fertigbringen kann. Und natürlich tue ich das auch im Projektteam. Also es wird viele Meetings geben, in denen noch Einzelheiten geklärt werden müssen, Fragen beantwortet werden können. Die Anforderungsgeber, von denen wir die Ideen bekommen, werden in diesen Meetings mit dabei sein, genauso wie die IT. Und genau, also mein Tag besteht aus Meetings und E-Mails beantworten und Konzepte schreiben. Also ich komme nicht von hier, wo ich arbeite, sondern aus Norddeutschland. Bin dort auch zur Schule gegangen, Abitur gemacht habe ich in Berlin, bin dann in Hamburg zur Universität gegangen, habe BWL studiert. Danach bin ich zu einem Unternehmen gegangen, das Consumer Electronics verkauft. Habe dort als Trainee begonnen, habe eine ganz tolle Trainee-Zeit gehabt, viel gelernt in dem Unternehmen, dort schon sehr viel Kontakt mit Digitalisierungsthemen gehabt. Und genau, da war ich dann unter anderem auch im Multi-Channel-Umfeld tätig, also wo es darum geht, den Kunden, der alle Vertriebskanäle nutzt, also nicht nur den, sag ich mal, stationären Bereich im Geschäft, sondern auch den digitalen Kanal sehr stark nutzt, für diese Kunden Konzepte zu schreiben. Und so bin ich im Endeffekt auch zu diesem Job bei der Allianz gekommen, weil es hier ja auch um den Kunden geht, der nicht mehr nur in einer Agentur seine Versicherung abschließt, sondern eben auch über den Online-Kanal. Genau, und so bin ich dorthin gekommen, wo ich heute bin.
Es ging bestimmt auch ohne meinen Werdegang. Ich habe keinen Wirtschaftsinformatik, keine IT studiert. Wenn man das studiert hätte, wäre man bestimmt auch richtig in meinem Job. Aber der betriebswirtschaftliche Hintergrund, der hilft einem immer auch in der Projektleitung. Und Eigenschaften, die man mitbringen sollte, sind wahrscheinlich einfach nur ja, die Offenheit anderen Menschen gegenüber, die Bereitschaft, im Team zu arbeiten und ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Das lernt man in vielen Studiengängen, vermute ich.